Heute werden wir wissen, wer wirklich die Macht in der EZB hat, denn diese Zinsentscheidung, die ist so knapp und die Lager sind so klar gespalten innerhalb der EZB, nämlich einerseits den Nordländer, Vertreter wie den deutschen Nagel, wie den österreichischen Notenbankchef, den holländischen, die alle gesagt haben, wir wollen, dass die Zinsen weiter steigen, weil die Inflation viel zu hoch ist, und die Vertreter der Südländer, der Eurozone, Portugal, Italien, Spanien, die sagen, nee, lasst uns aufhören, die Wirtschaft nimmt schweren Schaden, wenn wir jetzt die Zinsen weiter anheben, dann wird die ganze Geschichte noch schlimmer. Was ist also wichtiger, Inflation oder Rezession? Die Südländer sorgen sich um Rezession, die Nordländer um Inflation, und eine Seite muss den Sieg davontragen, und die Seite, die den Sieg davonträgt, die muss aber wahrscheinlich zur Gesichtswahrung Kompromisse dann machen mit der Verliererseite, denn man muss ja weiter zusammenarbeiten. Das heißt, wenn die Zinsen heute steigen sollten durch die EZB, dann dürfte irgendwie eine dovische Message kommen, eine Botschaft, naja, aber jetzt werden wir vorsichtiger, sollten die Zinsen dagegen heute nicht steigen, dann dürfte es so sein, dass dann gesagt wird, naja, aber wir haben die Inflation ganz deutlich im Blick und werden beim nächsten Mal sobald nicht wirklich hier eine Abschwächung der Inflation erkennbar ist, die Zinsen wieder anheben. Schauen wir uns die Dinge mal an und beginnen mit dem Informationsmedium für die Intellektuellen in Deutschland, also der Bild-Zeitung, und sehen diese Headline: Heute ist der wichtigste Tag für Ihr Geld. Das ist eine Headline, die an Komplexität teilweise nicht mehr zu überbieten ist. Also, es geht jetzt ums Eingemachte, sagt uns diese Zeitung. Und ja, es ist eine sehr knappe Entscheidung. Bloomberg hat hier im Mittel 20 von 39 Volkswirten erwarten eine Zinspause, 19 eine weitere Erhöhung. Also sehr knapp. Das Ding hat sich in letzter Zeit verschoben. Noch vor einigen Tagen war es so, dass die wenigsten erwartet hatten eigentlich, dass die EZB die Zinsen anhebt, oder zumindest eine Minderheit nur das erwartet hat. Die klare Mehrheit hat das anders gesehen, aber dann ist ein bisschen was passiert noch. Aber eins ist klar, die EZB hat die Gefahr viel zu lange unterschätzt. Und das setzt sie natürlich ein Stück weit unter Handlungsdruck. Man hat dann hier viele Schritte gemacht, 10, glaube ich, 10 Schritte, aber hier sehen wir mal oben die Erzeugerpreise aus der Eurozone, die im Jahr 2022 über 40% gestiegen waren. Lagarde hat sich Ende 2021, als die Erzeugerpreise bereits weit über 20% gestiegen waren, hat sich hingestellt und gesagt, nö, also wir werden die Zinsen im Jahr 2022 nicht anheben. Was ist passiert? Man hat sie sehr oft angehoben in 22 und dann auch in 23. Wir sehen aber jetzt, dass die Erzeugerpreise deutlich rückläufig sind, seit 3 Monaten im Vergleich zum Vorjahresmonat relativ deutlich fallen. Aber wir sehen, dass die Inflation zwar zurückgekommen ist in der Eurozone, aber eben nicht wirklich deutlich zurückgekommen ist. Ja, von den Höchstständen sind wir runter, aber 5% ist eben auch noch too much und weit über dem Ziel der EZB. Also was tun? Das ist die große Frage. Schauen wir uns dagegen mal die Märkte an. Vorhin haben wir ja befragte Analysten von Bloomberg gehört oder deren Einschätzung. Jetzt Holger Cepic, der sich die Swaps anguckt und der sagt, also 66% Wahrscheinlichkeit für den 10. Das ist also der 10. Zinsanstieg in Folge durch die EZB. Diese Auffassung ist nochmal gestärkt worden, nachdem gestern die EZB laut einem Reuters-Bericht die Inflationsprognose auf über 3% anheben wird für 2024. Mit anderen Worten, sie rechnet also mit einer dauerhaft relativ hohen Inflation, und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen diese, wenn du glaubst, dass diese Inflation doch länger höher ist, dass du dann auch dagegen angehen musst. Dadurch sind die Zinserwartungen für die heutige Sitzung etwas gestiegen. Ein Zeichen übrigens auch, dass jetzt die EZB vorschlägt, dass Frau Buch, die Vizechefin der Bundesbank, der Deutschen Bundesbank, sollte man vielleicht klarerweise nochmal sagen, hier vorgeschlagen wird als neue Bankenaufseherin für die Eurozone. Extrem wichtiger und einflussreicher Job, und das ist insofern wichtig, als das EU-Parlament die spanische Vizechefin der dortigen Notenbank vorgeschlagen hatte. Also EU-Parlament möchte eine Spanierin für diesen Job. Die EZB hat sich jetzt für die deutsche Buch entschieden, also Vertreterin der Nordländer hat erst schon mal gesiegt gegen Vertreterin der Südländer. Das ist schon mal ein Zeichen. Oder muss man jetzt als Kompromiss dann, wenn man diese zentrale Position sozusagen für die Nordländer besetzt hat, muss man dann den Kompromiss machen, heute die Zinsen nicht anzuheben, um den Südländern
irgendwie doch einen Ausgleich zu geben. Also wir sehen, das ist natürlich eine hochpolitische Situation auch innerhalb der EZB, ist ja nicht nur eine geldpolitische Institution. Und hier sehen wir das nochmal. Die Falken wollen die Zinsen weiter anheben. Lagarde war lange auf Seiten der Nordländer, hat sich jetzt allerdings so ein bisschen neutraler positioniert, zum Beispiel nach Jackson Hole, wo sie ja auch eine Rede halten durfte, die allerdings nicht mal live übertragen wurde. Jedenfalls hat sie da gesagt, naja, wenn nötig, werden wir die Zinsen anheben und wenn nicht nötig, machen wir es halt nicht, gell? Also so klar hat sich noch nie jemand in der Geschichte der Geldpolitik äußern können wie Frau Lagarde. Also sie hat sich praktisch so ein bisschen in die Mitte geschoben und gesagt, naja, ich guck mal, wie so die Stimmung ist und dementsprechend werde ich mich dann entscheiden. Aber es ist ein sehr knappes Rennen eben zwischen den Nord- und den Südländern. Schauen wir uns aber mal das große Problem der EZB an. Das ist vor allem die Wirtschaft, kaum Wachstum. Wir hatten jetzt eine Abwärtsrevision des BIPs der Eurozone auf 0,1% von 0,3%. Exportrückgänge belasten. Und hier sehen wir mal, was hier mir aufgepoppt wurde. Was für ein Schmarrn, meine Damen und Herren. Jetzt habe ich es weggeklickt. Eiskalt jedenfalls sehen wir hier, was eben die Ökonomen erwarten. Was wird passieren? Wird die EZB zum Beispiel die Inflationsaussichten nach oben taxieren? Ja, das erwarten die allermeisten. Dagegen erwarten viele, dass man eben auch die BIP-Erwartung nach unten senkt, eben in Reaktion auf die deutlich schwächeren Daten. Damit hatte die EZB nicht gerechnet. Frau Lagarde hatte auch in 2022 gesagt, nein, no chance of a recession in 2023. Also wer erfolgreich sein will, der sollte immer das Gegenteil annehmen dessen, was Frau Lagarde sagt. Aber eins ist klar, wir sehen die größten Folgewirkungen dieser Zinsanhebungen, vor allem am Immobilienmarkt. Heute aktuell Manager-Magazin, GEWOS-Studie. Experten erwarten weiteren Rekordeinbruch am Immobilienmarkt. Ende des Kaufrausches, hier sehen wir mal die Transaktionsvolumina am deutschen Immobilienmarkt. Da sind wir jetzt wieder etwa auf einem Niveau, so 2016 waren wir da mal, etwas mehr als 2014, also es geht deutlich zurück. Und es dürfte in diesem Jahr noch deutlich schlechter werden, sagt der GEWOS-Experte Sebastian Wunsch. Eben aus der Situation heraus, für Selbstnutzer wird der Immobilienkauf immer schwieriger, da die Finanzierungskosten steigen und die hohe Inflation die Kaufkraft schmälert. Also man ist sozusagen wie in so einem Schraubstock, wird von zwei Seiten da irgendwie eingeklemmt. Und das Problem ist, dass eben hier größere Investoren erstmal abwarten. Man ist unsicher, wie es weitergeht. Es herrscht allgemeine Verunsicherung. Eine erste allgemeine Verunsicherung, könnte man sagen. Jedenfalls ist das natürlich eine Situation, wo oft Käufervorstellungen und Verkaufpreisvorstellungen weit auseinander liegen. Das wird noch interessant sein zu beobachten. Aber hier haben wir Stress. Und wir haben natürlich im Gewerbeimmobilienbereich Stress, den ich mehrfach schon erwähnt hatte. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Inflation. Was wir hier sehen, das sind Handelsbeschränkungen, Restrictions on Trade, die erfasst wurden vom IWF. Wir sehen, das geht immer weiter nach oben. Im Jahr 2022 geht das immer weiter hoch. 2020, 2021, 2022. Und das ist schlichtweg ein Treiber von Inflation. Das kann man relativ einfach zeigen, etwa an dem, was gestern Frau von der Leyen vorgeschlagen hat. Die will ja jetzt den Vormarsch von E-Autos aus China stoppen. Und die Chinesen haben not amused reagiert. Hier ein Artikel der Global Times. Das wird wahrscheinlich auf sie zurückfallen, so schreibt das Regierungsmedium und sagt, naja, okay, wenn diese unfaire Aktion seitens der EU gemacht wird, denn wir haben ja den Europäern Marktzugang gegeben, stimmt so halb, ja, man hat den Marktzugang gegeben, aber hat im Prinzip dafür sein Wissen teilen müssen. Oder seinen Wissensvorsprung, das war der Deal jedenfalls, dann werden wir Gegenmaßnahmen ergreifen, um die Interessen chinesischer Firmen zu wahren. Das Finanzministerium hat sich jetzt geäußert und hat gesagt, also wir sind sehr besorgt und drücken unser starkes Missfallen aus. Hier rechts unten sehen wir mal eine Grafik von Pioneer und Statista zu den Exporten, Autoexporten Chinas. Das ist skyrocketing, das geht also deutlich nach oben. Das heißt, das ist natürlich für China ein schwerer Schlag, wenn ein so wichtiger Markt wie die EU
Wenn es da solche Beschränkungen gäbe, wer viel exportiert, hat viel zu verlieren. Das wissen wir Deutschen am allerbesten. Dagegen sinken die Importe ausländischer Autos relativ deutlich. Das ist also jetzt hier dieser Inflationstreiber. Warum ist das ein Inflationstreiber? Weil wenn zum Beispiel von der Leyen jetzt sagt, naja, also hier die chinesischen Autofirmen, die werden ja unterstützt letztendlich vom Staat, deswegen ist das unfairer Wettbewerb, da werden wir Zugangsbeschränkungen machen, dann sorgt das dafür, dass billigere Varianten zum Beispiel bei E-Autos nicht auf den Markt kommen oder nicht so billig auf den Markt kommen, was sozusagen den Wettbewerb dann latent auch wieder verzerrt und die Preise eben hoch sein lässt. Und diese Preise sind ohnehin schon hoch, wie wir hier jetzt vor allem durch den Anstieg des Ölpreises erfahren. Hier ist es ja so, dass jetzt schon viele Firmen praktisch Art Gewinnwarnungen machen, gerade die eben aus dem Flugsektor, die dann unmittelbar betroffen sind von Kerosinkosten. Und jetzt kommen eben gleichzeitig noch die Lohnkosten obendrauf, die deutlich steigen. Ich hatte das gestern erwähnt mit den Autokonzernen, die bestreikt werden jetzt wahrscheinlich von den Gewerkschaften. Aber Javier Blas von Bloomberg zeigt nochmal, okay, wir sind alle so fokussiert auf Brent und WTI-Öl. Da sind wir ja so um die 90 bei Brent, 91 glaube ich, 91 ein paar zerquetschte, WTI so 88, 89. Aber das saudische Öl, genannt Arab Light, ist schon bereits bei 100 Dollar und Javier Blas empfiehlt, wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Inflation weitergeht, dann schaut euch dieses Arab Light Öl an. Also das vielleicht nochmal ein Hinweis, die Araber haben schon ihren Preis von 100 Dollar und der Ölpreis und die Energiepreise waren es ja, die gestern die Inflationsdaten aus den USA nach oben gedrückt hatten. 0,6% stärkster Anstieg seit Juni 2020. Wir sehen vor allem aber auch die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, stärker gestiegen so vor Monat mit 0,3%. Energiepreise allein 5,6% gestiegen. Aber, und das ist jetzt ein entscheidender Punkt, the jump in headline inflation hit worker paychecks. Real average hourly earnings declined 0,5% for the month. Das heißt, wir sehen jetzt, dass durch den Anstieg der Inflation die Reallohnverluste wieder da sind. Wir hatten jetzt ein, zwei Monate mit Reallohngewinnen, das heißt Lohnsteigerung minus Inflation war mal ganz kurz positiv, ist jetzt wieder negativ und das ist ein Problem natürlich für den Konsum und für die Fed natürlich auch. Nick Timiraos sagt, ja, also diese Zahlen, die ändern nicht so wahnsinnig viel daran, dass die Fed jetzt die Zinsen nicht anheben wird nächste Woche. Die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt nur noch bei 3%, aber es ist eben unklar, was mit der November-Sitzung passiert. 1. November ist diese Sitzung. Da bekommen wir noch eine Menge Daten. Die Märkte haben sich ein bisschen gestern darauf fokussiert, dass jetzt die Zahl gestern nicht hoch genug war, um die Fed nächste Woche zu einem Zinsschritt zu zwingen. Aber heute bekommen wir wieder wichtige Daten. Zinsentscheidung der EZB 14.15, wie gesagt, das erste Mal seit Jahren. Völlig offen, was da passiert, wirklich offen. Dann haben wir 14.30 vor allem die Erzeugerpreise, die Erstanträge, aber Erzeugerpreise noch wichtiger, würde ich sagen. Wobei, je nachdem, wie die Anträge auf Arbeitslosenhilfe ausfallen, wenn sie deutlich abweichen, wäre das auch ein Punkt. Und dann sehr wichtig, vor allem die Einzelhandelsumsätze aus dem August. Wie steht der Konsument da in den USA? Auch das wird die Märkte stark beeinflussen. Die Bank of America erwartet hier schwächere Zahlen. Konsenserwartung ist eigentlich ein leichter Anstieg von 0,1. Die Bank of America, die ja viel Informationen über Kreditkarten hat, die sie ja an Kunden verteilt, sagt, nee, es wird schlechter, es wird minus 0,1%, also Big Miss, wie man hier sagt. Schauen wir mal 14.30 rein, schon bei Finanzmarktwelt, aber gucken wir mal an, was die Goldmänner, nämlich Gruppen 6 hier zu sagen hat, die nämlich meinen, okay, das Weiße Haus und die Fed, die könnten im vierten Quartal ein Problem bekommen. Inflation is top of mind today and hotter than expected, aber es ist eben auch growth that matters. Also es ist auch das Wachstum, was wirklich zählt. Und hier sagt, da gibt es ziemlich große Bremsen, nämlich reduzierte Autoproduktion aufgrund des Streiks, der sich hier ganz klar anbahnt. Dazu haben wir einen sich abzeichnenden Government Shutdown. Die Zeit ist nicht mehr lange, um das zu verhindern. Die Fronten sind verhärtet. Hier hat jetzt ein Republikaner, will ja Biden impeachen, also praktisch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden einleiten. Da sieht man, wie die Dinge sich hier
verhärten und dann vor allem die Student Loans, die zurückgezahlt werden müssen ab 1. Oktober, also die Rückzahlungen für die Studentenkredite, das wird Kaufkraft entziehen. Schauen wir uns mal das gestrige Geschehen an den Märkten an. Positive US-Indizes, aber beim S&P nur 215 Aktien gestiegen, dagegen 285 gefallen, also wieder ein Problem mit der Marktbreite. Es war überwiegend Tech, das wieder gewonnen hat. Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, Meta, Tesla, wie sie alle heißen, aber Apple sehr, sehr schwach, darauf wird zu achten sein, aber interessant auch, dass gestern ein sehr defensiver Sektor ganz vorne war, nämlich Utilities, dann kommt Consumer Discretionary gestern, auch ein eher offensiver Sektor, aber schon an Nummer 4 Consumer Staples, defensiver Sektor, also ein etwas gemischtes Bild. Utilities übrigens haben jetzt den S&P in den letzten Tagen deutlich outperformed und andere Indizes, also diese defensiven Werte, Versorger und was auch immer. Hier sehen wir mal die Bewertungen etwa im S&P 500, da haben wir Mega Tech, Cap Tech, also praktisch die großen Tech-Werte, die haben ein Forward-KGV, wenn man so will, von 30, der Gesamtindex dagegen von 19, das heißt, diese Megatechs sind deutlich teurer und vor allem ist das Geld in diesen Megatechs, schauen wir uns mal hier die Fundflows an, also wie viel Geld da in der Tech geflossen ist, unglaublicher Outperformer und in Energie sind die wenigsten und das ist jetzt ein Problem, jetzt steigt Energie, das lässt die Zinsen länger hoch bleiben, treibt die Inflation weiter und sorgt eben dafür, dass Geld teurer wird über steigende Renditen, das könnte für Tech ein Problem werden, aber wir ziehen ja immer wieder ein neues Ass aus dem Ärmel, so heute das ARM IPO, $51 soll die Aktie kosten, dieser britische Chipkonzern, 54 Milliarden Bewertung, das wäre dann in etwa so eine Bewertung, wie sie Nvidia hat, ziemlich exzessiv, also alles andere als billig, zumal eben die Firma in 2 oder im fiskalischen Jahr, das im März geendet hat, sogar weniger verdient hat als davor. Also es ist jetzt nicht so, dass hier die Gewinne so explodieren. Das ist ja nur bei Nvidia der Fall, gell, weil die halt ein bisschen kreativer sind, was so die Ermittlung von Umsätzen betrifft. Sagen wir mal vorsichtig. Hier sehen wir dieses IPO. Ja, von Softbank hier gesteuert, wenn man so will. Softbank, nur zwei IPOs sind da wirklich gut gelaufen, Alibaba und Uber. Viele andere sind ziemlich böse abgeschmiert. Es wird auf jeden Fall der größte Börsengang des Jahres. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt die Price Range mit $51 am oberen Ende ist, während damals Softbank noch Anteile gekauft hat für eine Bewertung von $64 Milliarden vom Vision Fund. Also Softbank wird weiterhin der größte, mit Abstand größte Anteilseigner bleiben von ARM und wird jetzt ein bisschen Geld erlösen, aber wird dann im Vergleich zu dem Kaufpreis, den man erzielt hat oder zu der Bewertung, die man damals bezahlt hat, noch ein bisschen draufzahlen. Hier sehen wir mal die Gewichtung Energiesektor und im Tech-Sektor ziemlich auseinandergedriftet. Das könnte sich ein Stück weit ändern. Wie gesagt, in Energy ist alles sehr unterinvestiert. Und die Saudis, die OPEC, die Russen, sie alle haben ein massives Interesse an einem hohen Ölpreis. Die Saudis schon deshalb, weil Saudi Aramco bald neue Aktien am Markt platzieren wird. Und hier sehen wir, dass eben es diese wenigen Tech-Unternehmen sind, die dafür sorgen, dass der S&P 500 sich weitgehend entkoppelt hat von der Liquidität mithin, also von den Bilanzen der Notenbanken. Abschließend 3 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Hat die EU gerade einen Handelskrieg mit China wegen Autos begonnen? Schutzmaßnahmen statt Innovation? I believe so, ja, ich denke, das kann man so formulieren. Erste Empfehlung, must read. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, ziemlich schlechte Freunde, das sind Xi Jinping und Modi, also China und Indien. Hochinteressant, was da eigentlich abläuft. China hatte praktisch auch einen Handelskrieg gegen China, Indien hat praktisch auch einen Handelskrieg gegen China begonnen, spricht nur keiner hier drüber im Westen, weil man es nicht weiß. Hier mal so ein paar Momentaufnahmen dieser ziemlich schlechten Freunde, die ja beide in den BRICS sind, aber ansonsten sich nicht wahnsinnig nahe sind und das war die zweite Empfehlung, die dritte Empfehlung, Russen, Saudi-Strategie am Ölmarkt, Putin derzeit der Gewinner, ja, derzeit gewinnt die OPEC und macht damit den westlichen Notenbanken Riesenprobleme mit diesem gewollten Ölpreisanstieg. Wie wird die ganze Geschichte ausgehen und warum ist Putin derzeit der Gewinner? Das lesen Sie in diesem dritten Artikel. 14.15 die Entscheidung der EZB. Reinschauen bei Finanzmarktwelt. 14.30 dann die US-Daten und 14.45 da werden wir die Pressekonferenz von Lagarde mit einem Live-Feed und Kommentaren versehen. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.